Michaela Steinhauser, Justizsprecherin der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundesminister, Hohes Haus, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Demokratie kann man keiner Gesellschaft aufzwingen. Sie ist auch kein Geschenk, das man ein für alle Male bekommen hat. Sie muss täglich erkämpft und verteidigt werden. Dieses Zitat stammt von Heinz Galinski, dem ersten und langjährigen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Galinski spricht damit das Prinzip der streitbaren Demokratie an. Was ist eine streitbare Demokratie? Was versteht er darunter? Die Demokratie ermöglicht genau Gruppen, die dagegen arbeiten, aufgrund ihrer Toleranz, dass sie eben gegen Toleranz und Demokratie vorgeht. Und das müssen wir mit aller Kraft stoppen. Die Linie unserer Regierung und unserer Republik muss sein, null Toleranz gegenüber den Dschihadisten. Das Einzige und damit die denkbare Konsequenz aus den alarmierenden Ereignissen der letzten Wochen und Monate, wir müssen alles tun, dass die Unterwanderung von Dschihadisten in Österreich keine Chance hat. Das ist die Verantwortung aller, der Politik, der ganzen Gesellschaft, aber auch der Familien in unserem Land. Hass darf keine Chance in unserem Land haben. Denn Andersdenkende oder Anderslebende zu Feindbildern zu stilisieren, das widerspricht jeder demokratischen Gesinnung in unserem Land und widerspricht dem Wert des Lebens und dem Recht auf Leben, das jeder Mensch grundsätzlich hat. Solche extremen Feindbilder, die aufgebaut werden, rechtfertigen in deren Sinn am Ende des Tages Mord und Völkermord. Und ich denke, und dazu bekenne ich mich auch, in meiner Religion sagt das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Und das gilt für jede andere Weltreligion auch. Du sollst nicht töten. Für uns war es bisher undenkbar, dass mitten in Österreich junge Menschen, oft sogar Minderjährige, die im Rahmen unserer demokratischen Gesellschaft aufgewachsen sind, unsere Werte so stark ablehnen, dass sie alle Schranken ablegen und Feinde erkennen und sich selbst generieren, die es so nicht gibt. Das schockiert und das darf einfach nicht passieren. Ich bin unserem Vizekanzler und den Bundesministern Brandstätter, Kurz und Mikl Leitbar sehr dankbar für die guten Vorschläge, die sie zur richtigen Zeit machen und das umfassende Paket, das sie vorgelegt haben, um diesen Gefahren zu begegnen. Die Medien haben unsere Minister als Sicherheitsminister bezeichnet in den letzten Tagen. Ich bezeichne sie zudem als Rechtsstaatsminister und als Demokratieminister. Terrorismus und Hass sind ein Angriff auf die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Sie vergiften unser demokratisches Klima. In der Geschichte haben wir das schon schmerzhaft wahrnehmen müssen. Wir können daraus ja wohl klüger werden. Verhetzung und Anwerbung von Terrorgruppen erfolgt heute nicht mehr auf den Straßen, sondern über die sozialen Medien im kleinen Bereich. Deswegen sind die vorgeschlagenen Änderungen, die der Justizminister vorhin gerade präsentiert hat, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Wehret den Anfängen. Der Extremismus darf in Österreich keine Chance haben. Es darf kein Klima von Angst und Intoleranz verbreitet werden. Meine Damen und Herren, ich denke, niemand glaubt, dass wir mit dem Strafrecht alleine, dass das alleine reicht, damit extremistische Ideen unser demokratisches Klima nicht vergiften. Selbst wenn wir natürlich diese vorgeschlagenen Änderungen umsetzen wollen. Prävention ist das Gebot der Stunde. Die Regierung hat die Aufgaben, den Schutz aller Menschen bestmöglich zu gewährleisten. Und sie erfüllt diese Aufgabe jetzt und in Zukunft. Aber wir alle sind gefordert, hinzuschauen, Zivilcourage zu zeigen, mutig zu sein und Position zu beziehen und vor allem den demokratischen und rechtsstaatlichen Werte den jungen Menschen vorzuleben. Jeder junge Mensch, der in unserem Land aufwächst, muss die unbedingte Achtung vor der Würde und dem Leben des Menschen haben. Und er muss es auch vermittelt bekommen. Und jeder junge Mensch muss Perspektive haben in unserer demokratischen Gesellschaft, denn das macht ihn immun gegen Extremismus und Terrorismus. Danke. Das war Michaela Steinacker und nicht wie von mir irrtümlich als Steinhauser bezeichnet. Die Justizsprecherin der ÖVP, Albert Steinhauser, der Justizsprecher der Grünen, ist der Übernächste. Jetzt Heinz-Christian Strache, FPÖ.